Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Steppy, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge Train Simulator 2020 mit dem BR481 Addon von TTB. Wir sind heute in Aufgabe 2 unterwegs, Pendelverkehr, ein Job für zwei. Und dementsprechend lesen wir mal so ein bisschen Text, was hier jetzt aktuell drin steht. Namt Kollege, heute Abend müssen Sie Berliner wieder stark sein. Die S-Bahn baut. Dringende Arbeiten zwischen Südkreuz und Anhalter Bahnhof lassen sich nicht gänzlich in die Nachtstunden verschieben. Deshalb gilt bereits jetzt am Abend ein eingeschränktes Fahrplanangebot. Die Angebotsplaner der S-Bahn haben sich aber wieder ins Zeug gelegt, um die Einschränkungen möglichst gering zu halten und dafür eine Berliner Spezialität hervorgeholt, den Pendelverkehr. So, da wird nochmal kurz beschrieben, worum es hier geht mit dem Großen und Ganzen, was so ein Pendelbetrieb ist. Ihre Schicht sieht nun vor, zwei Pendelfahrten zu übernehmen. Sie steigen in den bereits aufgerüsteten Führerstand am Südkreuz, schließen Sie das Fahrpult auf und geben Sie die IBIS-Daten ein. Dann werden die Türen freigegeben und es geht im engen Fahrplan ab 21:43 los. Wenn die Fahrgäste aus den ankommenden S25 umgestiegen sind. Es geht für sie zweimal hin und zurück, um den schnellen Betriebsablauf zu sichern, wird am Anhalter Bahnhof heute abweichend per Funk abgefertigt. So müssen sie das nur am Südkreuz selbst per ZAT erledigen. Vergessen Sie an den Pendelendstellen nicht, die Zugzielanzeigen umzustellen. Halten Sie sich an den Betriebsvorgaben des Pendelverkehrs. Gute Fahrt, dann gibt es nochmal hier ein paar IBIS-Daten. Und dementsprechend, wenn ihr das andere jetzt mal lesen wollt, müsst ihr jetzt nochmal kurz auf Pause drücken. Denn das ist ganz schön viel Text hier. Ja. So, ich schließe das Ganze auf. So, gib die Türen frei. Uiuiui. Und ja, dementsprechend können wir jetzt hier schon unsere Daten eintippen. So, IBIS. Linie einstellen. 0. 0. So, 375. 75. Und wir sind 383 aktuell in Südkreuz. Und dementsprechend, FGI-Start funktioniert hier leider nicht ganz. Dann können wir uns jetzt hier so ein bisschen weiter jetzt hier fertig machen. Diese Pultbeleuchtung hier an. So, Vorwärtsgang schon mal rein. Dann brauchen wir natürlich noch die Signalleuchten. Und ja, unsere Fahrgäste hätten gerne auch ein bisschen Licht hinten. Denn es ist wieder mal abends. So sieht's doch aus hier, Leute. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich liebe dieses Addon, habe ich das schon mal gesagt. Wenn nicht, dann sage ich es gerne nochmal. Das Addon ist großartig. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen eure Kommentare gelesen und kann da jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen jetzt auch. Nach dem Livestream, nach den Folgen, die wir jetzt hier so ein bisschen aufgenommen haben mit über Berlin S-Bahn. Also 30 Euro tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich in Ordnung. Ja, dafür, dass ja hier Aufgaben geliefert werden, ein absolut großartiger Zug. Es gab jetzt mittlerweile auch das Update 1.01, wenn ihr natürlich runterladen müsst auf der Seite. Es wird nicht automatisch geupdatet über Steam oder sonst irgendwas. Ne? Da müsst ihr selbst auf die Seite von TTB nochmal gehen und müsst euch dort die, weiß nicht mal, 5 MB-Datei runterladen und diese dann dementsprechend mit installieren. Ja, ich habe ja zum Beispiel das Problem, dass hier eine Aufgabe nicht so richtig funktioniert. Vielleicht könnte das daran schon gelegen haben, weil das Update vielleicht da noch nicht da war. Vielleicht war da irgendwo ein Fehler drin. Ach so, ach ja Gott. Wir hätten nach Anhalter Bahnhof zurückbleiben bitte. Selber abfertigen müssen. Das haben wir jetzt vergessen. Ist aber nicht so tragisch. So, los geht's. Ist ja ZAT, ich hab's vergessen. Ja, wir werden hier ein paar Mal die Fahrsperre aktivieren müssen. Oder deaktivieren müssen. Damit wir hier keinen Ärger bekommen. Und müssen öfters mal fragen, ob wir über ein rotes Signal rüberfahren dürfen. Auch da haben wir Spaß auf jeden Fall. So mit 40 müssen wir hier rausfahren, überweichen und so, hat er ja gesagt. Da sehen wir jetzt zum Beispiel die Baustelle jetzt hier. Ja, es ist schon klasse gemacht hier auf jeden Fall, das Ganze mit TTB. Also wirklich großartige Arbeit. Gefällt mir richtig gut. So, Ansagen gibt es leider hier nicht. Wie gesagt, Pendelverkehr, irgendwie gibt es da sowas nicht. Ein bisschen sputen, hat er ja gesagt, ne? Im Fahrplan und so. So, da vorne kommt nämlich schon das rote Signal.
So. Dann können wir schon mal hier uns freikaufen. Da Punkt leuchtet, wir dürfen. Und jetzt gibt's Gleiswechsel. Sind wir eh nicht schneller als 40. Und da kommt schon das nächste rote Signal. Muss man schon ein bisschen aufpassen hier bei der Aufgabe. Die ist gar nicht so einfach. Wurde erteilt. Fahrsperre. Und gut. So, jetzt sind wir natürlich ein bisschen langsam hier in den Bahnhof eingefahren. Was soll's. Aber soweit habt ihr es ja mitgekriegt, ne? Wir fahren ein paar Mal jetzt hin und her hier. Muss auch sagen, der Livestream hat mir mega viel Spaß gemacht. Also Wahnsinn. Das war wirklich großartig. Schade, dass wir die eine Mission nicht geschafft haben. Es wäre natürlich geil gewesen, wenn wir dann auch diese beiden Missionen dann hätten abschließen können. Ich muss ja sowieso nochmal die eine Mission da wiederholen. Da werde ich dann die andere einfach mitmachen. Das macht schon Spaß. Also es ist ja halt nicht so, dass ich mich dann jetzt genötigt fühle, das Ganze zu machen. Es macht schon Spaß. Es ist halt ärgerlich, wenn es dann halt vom Spiel verschuldet ist, dann halt, ne? Wenn du das Ganze nicht abschließen kannst, weil dann zum Beispiel irgendwas wieder fehlerhaft ist, oder irgendwie. Ja. Nach Anhalter Bahnhof. Türen schließen. So. Nach Anhalter Bahnhof abfahren. Dann geht's weiter. Boah, diese Töne. Fantastisch. Fantastisch. So ist das, Leute. Muss das schnell sein, echt schnell sein. Bahnhof. So, und hier ist für uns erstmal Endhaltestelle. So, da kommt auch schon, was wir jetzt als nächstes erledigen sollen. Also, Türen auf,
Federspeiche rein. So, dann können wir hier schon mal rausnehmen. Den Schlüssel, soweit schon. Ne? Und den Arbeitsplatz wechseln. So. Rucksack auf, Schlüssel raus. Dann können wir hier schon aufschließen. Federspeicher raus. So, dann können wir hier schon wieder alles heller machen. Gut, dann gibt es jetzt hier Ibis. Linie einstellen. 0. 0. So, 0. So. Eingabeziel. Nee. Nee, nicht falsch hier. 383 und 375. FGI Start. So. Wir hier schon wieder alles soweit wieder starten. Und ihr seht, wir haben noch Zeit. Das hat gut funktioniert. Ja, jetzt haben wir praktisch den Fahrplan gewechselt. Jetzt geht es wieder zurück. Bis nach Südkreuz. Und dann fahren wir das Ganze wieder zurück. Und das ist ein Pendelverkehr hier. Weiß ich nicht, das kennt ihr wahrscheinlich ja auch bei euch aus der Region oder sowas. Ne? Da wird ja was wahrscheinlich auch dabei sein. Ist aber mal eine interessante Sichtweise, mal einfach mal zu zeigen, ne? Wie das mal so ausschaut. Wenn man das Ganze mal dementsprechend sieht, wenn auch mal Baustelle ist und sowas. Und TTP, wie gesagt, die haben dafür eigens kreierte Objekte gebastelt, um das Ganze hier in der Mission zum Beispiel hier noch mit einzubauen. Ich glaube, das wird auch tatsächlich mitgeliefert. Mir war so, als ob ich da irgendwas gelesen hatte mit Baustellenobjekten und alles was. Also die liefern das Ganze sogar mit. Da braucht man dann halt dementsprechend nicht jetzt irgendwelche extra DLCs oder irgendein extra Content, den ihr runterladen müsst. Ne? So. Ja, warten. Wir waren ja auch fast anderthalb Minuten zu früh hier. Von daher passt das. Zum Beispiel auch ein Addon, ja, wo ich mir dann auch so sage, so, hier möchte ich wirklich zumindest mal jede Aufgabe gespielt haben. Ob ich sie jetzt durchschaffe, ist natürlich eine andere Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich hier eine Abfertigung bekomme. Nach Südkreuz. Ah. Türen schließen. Nach Südkreuz. Abfahren. So. Und zurück die ganze Chose jetzt. So, stell dir mal das jetzt 8 Stunden lang vor. Oh, ich glaube, du würdest einen zu Fälle kriegen. Wenn du das 8 Stunden machen müsstest. Weiß ich, da 2 Haltestellen fahren oder sowas. Oder Haltebahnhöfe. Ich glaube, da ist ein Ende im Gelände.
Gut. Und können Sie wieder aussteigen, die Fahrgäste. Yorkstraße. Ach Mensch. Bin mal gespannt, wie gesagt, zukünftig wäre natürlich cool. Oh, Mist, wieder vergessen. Wäre natürlich cool, wenn irgendwann mal hier TTB vielleicht dann nochmal so ein Szenerie-Pack rausbringt oder sowas, damit du halt noch mehr Aufgaben hast. Klar, wie gesagt, man könnte jetzt halt selbst Aufgaben erstellen, aber. Problem ist, dass es bestimmt zeitintensiv ist, da einfach mal so selbst Aufgaben zu kreieren. Zumal dann natürlich schon cool ist, wenn du dann halt extra Objekte mit drin hast oder sowas, ja, die man dann in Szenarios zum Beispiel einbauen kann oder sowas. Stell ich mir das schon ein bisschen schwierig vor. Nach Südkreuz, Türen schließen. Südkreuz abfahren. So, erteilt. Kurz ein bisschen zu schnell gewesen an der Weiche. Und schon wieder 40 hier. Und jetzt machen wir das Ganze gleich nochmal. Da muss sich ja lohnen. Nee, muss sich ja lohnen. Dann fahren wir jetzt gleich die ganze Strecke zurück. Deswegen, das meinte ich ja, ja, also das könnte ich mir persönlich echt nicht vorstellen. Wenn das dann echt wirklich den ganzen Tag so gehen würde. Speicherbremse rein. So, Schlüssel kann umgedreht werden und wir können wieder wechseln. So. Dann Schlüssel. Oh Gott. Gib mir den Schlüssel und dreh diesen bitte. Perfekt. So, aus. So, 40.
Da dürfen wir eh nicht raus. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Guck mal, wir 20.01 Uhr sind, wir eigentlich erst da sein. Und wir stehen jetzt schon wieder aufgerüstet in die andere Richtung. Ja, manchmal muss das so einfach gehen. Ich weiß also, die ersten Minuten mit dem DNC, ja, das war alles too much gewesen. Das war alles zu viel. Ja, teilweise echt überlagert. Aber wenn du den Kniff raus hast, wie das Ganze dementsprechend funktioniert, dann kannst du echt viel Spaß mit dem DLC haben. Deswegen meine ich auch, so 30 Euro vollkommen in Ordnung, muss ich sagen. Wie gesagt, es gibt einen Haufen Strecken, ihr kriegt einen absolut fantastischen Zug, Objekte werden mitgeliefert, ihr könnt das Ganze im Quick-Drive-Szenario fahren, ihr könnt euch dann, wie gesagt, auch eure eigenen Aufgaben dann da so basteln und so weiter und so fort. Also es ist schon alles in Ordnung und dafür 30 Euro geht das für mich persönlich voll durch. Und natürlich darf man ja nicht vergessen, wenn dann irgendwann mal der andere DLC kommt, hier mit der S25, mit der vollständigen S25, wie großartig das sein muss, mit dem Ding hier denn auf diese Strecke fahren zu können. Oh, das wird fantastisch. Das wird fantastisch. Und dann habe ich meine DLCs für den Trennsimulator 2020. Alles brauche ich gar nicht. Ich könnte eigentlich jetzt instant einfach alles andere löschen, was ich nicht brauche. Ja, die ganzen Strecken oder sowas. Ich habe Berlin S-Bahn, mehr brauche ich gar nicht. Mehr brauche ich nicht. Lange, lange drauf gewartet. Habe ich schon überlegt, ob ich den Microsoft Trennsimulator wieder rauskrame. Ne, damit wir hier nochmal so ein bisschen mehr Content haben, so aus der Berliner S-Bahn-Region. Da haben wir nun doch relativ wenig. Aber jetzt haben wir ja. Jetzt haben wir ja. Er muss leider zu unserer Zeit absitzen. Daran kann ich jetzt nichts ändern. Hat sich hinter der Säule versteckt, der Kerl. Da gibt es wohl auch andere. Ah ja, Tatsache. Gibt auch richtige Sitzpositionen hier. Oh, hallo. Ja, aber das finde ich immer noch cool, ja. Der Vater und alles was. Ja, ja, schön, schön. Schön, schön. Das Problem ist, Tracker R kann ich jetzt hier nicht so wirklich benutzen. Das funktioniert ja nicht, weil das mit dem nach unten guckt, das ist ein bisschen anstrengend. Nach Anhalter Bahnhof zurück, bleiben bitte. So, perfekt. Okay, brauche jetzt ja nicht mal erfragen. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Ich glaube, über die Weiche könnten wir hier mit 100 rüberbrettern. Aber nee, obwohl, da kam es eigentlich meiner Meinung nach, hatte ich. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich die Aufgabe jetzt hier spiele oder teste. Bin ich hier zu schnell losgefahren. Da kam auch prompt eine Meldung von wegen, ja, es gibt hier irgendwelche Leute, die beschweren sich und so. Irgendwelche Kontrolleure, die darauf achten, dass du wirklich hier mit 40 rausfährst. So, jetzt geht's sowieso noch mit 40 weiter.
haben wir natürlich auch gleich bei 40. Ups, da fällt mir gerade was ein. Haben wir eventuell was vergessen? Ja. So, Ibis. Hier einstellen. 0, 0, 3, 7, 5. Oh, was macht denn jetzt? Linie einstellen. So, Eingabelinie 0. 0. Ziel, doch, war doch richtig. 3, 7, 5. Und 3, 8, 3. Nach Anhalter Bahnhof. Türen schließen. War jetzt natürlich fail, habe ich vergessen. Ja, ich bin schon da, meckern nicht. So ist das, Leute. Kann teilweise schon ein bisschen anstrengend sein hier. Irgendwann lässt dann auch die Konzentration nach. So, wo kommt unser nächstes? So, letztes Mal Anhalter Bahnhof. Jetzt geht's aber zurück nach Südkreuz. Hey, Schluck auf. So. Okay. Der sagt jetzt hier gerade nichts mehr. So, Federspeicher ein. So, und du kannst raus. So,
aus. So. Dann haben wir das jetzt auch. So, letzte Mal, dann haben wir Feierabend hier, Schicht im Schacht, würde ich sagen. Dann haben wir auch die Aufgabe Pendelverkehr. Ich hoffe, dass wir jetzt auch überall unser Häkchen gedrückt haben. Ja. Unsere T-Taste. Steven war das gewesen. Man kann das Ganze auch ein bisschen überbrücken, indem man halt einfach die Türen per Tastenbefehl öffnet. Dann soll wohl automatisch dann der Anzeiger unten losgehen. War es aber der Meinung, dass es eher unrealistisch ist, ja, dass man dann halt lieber doch dann zwei Sachen drückt. Hier die S1 nach Frohnau. Tschüss mit dir. Ach ja. Ja, bin ich mal gespannt, ob man irgendwann vielleicht sowas dann auch mal in Trains im World findet, sieht. Ich meine, das hat ja auch nur Ewigkeiten gedauert, bis da mal endlich mal anständiger Content für den Train-Simulator erscheint. Ich meine, wann kam der Train-Simulator raus? 2014, 2012 oder sowas? Ja, nach 8 Jahren kann dann nochmal die erste Berliner S-Bahn-Strecke kommen. Fantastisch! Ja, manchmal muss man sich dann halt wirklich dann durch den ganzen Mod-Support oder dann irgendwie sowas dann zurechthelfen. Aber ich glaube, keine Community ist so riesig wie die von OMSI. Ja, in Simulation irgendwie sowas. Ich meine, klar, guck dir den Eurotruck-Simulator an oder sowas. Ja, da gibt es da natürlich auch eine riesen Fanbase und hast du nicht gesehen. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass das einfach noch das ganze OMSI-Universum einfach unglaublich riesig ist von dem, was wir gar nicht wissen. Ja. Sie läuft ja auch sehr komisch gerade. Naja, setzen wir uns mal wieder rein. Wir haben jetzt gleich Abfahrt. Denke die letzte Schicht zurück. Jetzt gucke ich, dass ich hier nichts sagen kann. Ah, habe ich das bis jetzt wieder eingestellt? Nee, na, wieder nicht. So, Eingabeziel 375. Nein. Kreuz, Türen schließen. 383. 375. So. Nach Südkreuz. Kann ich jetzt hier nicht über Tab anfragen, ob ich rüber darf. Ja, machen wir einfach Fahrsperre. Zwangsbremsung? Nö. Ist aber gut gegangen. War doch schon richtige Schilder gehabt, ja? Na Gott sei Dank zum Glück. Dachte, ich hab schon wieder vergessen. Jetzt haben wir natürlich ein paar Sekündchen Verspätung. Ist wurscht, wir haben sowieso genug Zeit. So eng ist nämlich der Fahrplan gar nicht. Wow, wie dunkel das geworden ist, war im Laufe der Zeit jetzt.
Ich finde auch, die haben das Wetter so unglaublich gut hinbekommen. Also, dieser ganze DLC strotzt nur von neuen Ideen. Das mag ich halt gerade sehr, ja. Wir sind halt in der Abenddämmerung sind wir halt losgefahren, ja, und jetzt ist schon fast duster hier. Einsteigen. Wir haben gleich Feierabend. Gerne könnt ihr ja gerne eure Meinung in die Kommentare posten. Schreibt es einfach unten mal mit rein. Ja. Würde mich natürlich sehr freuen. Und sonst gerne auch ein Like da lassen. Nach Südkreuz. Türen schließen. Nach Südkreuz. Ja, gerne wie gesagt, ein Kommentar oder Like halt in die Kommentare damit. So, das ist unsere letzte Fahrt. Das können wir jetzt hier auch ein bisschen chilliger fahren. Dann haben wir eh gleich die Weiche. Dann gehen wir nochmal voll Speed. So hätte man nämlich vorne rüberfahren müssen. Dann wäre alles gut gewesen. Dann hätte man nicht einmal irgendwie eine Meldung bekommen, dass wir zu schnell waren. Ärgerlich. Aber man muss hier so herrlich aufpassen, halt durch die ganzen roten Signale. Jetzt schon wieder. Jetzt ist es weg. Sind wir mit dem letzten Wagen darüber drauf gewesen. Witzig ist, das Signal zeigt an 60, aber der Trainingssimulator zeigt immer noch an 100. Naja, gibt halt immer noch irgendwo ein paar Fehler drin. Weiß auch gar nicht, ob das jetzt halt vom TTB kommt, jetzt der Fehler, oder ob das jetzt direkt vom Trainingssimulator von der Strecke vielleicht kommt. Und damit haben wir es heute. Hoffentlich. Ab hier ist es wie 40. Aber ab hier zählt er dann auch erst. Gut, Türen auf. Fahr es raus. Und das müsste es doch jetzt gewesen sein. Uns mal überraschen, ob jetzt gleich noch die Meldung kommt. Und dann haben wir die nächste Folge Train Simulator wieder hier im Kasten. Fantastisch, finde ich super. Das sind mindestens mal so Simulator, weißt du, die funktionieren. Die machst du an und dann läuft das Ganze. Großartig, ja. Manchmal denkst du dir so bei uns so, boah, hast einen halben Tag verschenkt, weil er entweder funktioniert wieder irgendwas nicht, die fette Karre einfach nie. Schade, sie haben das Szenario wieder nicht erfolgreich beendet. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Hier irgendwo schon wieder irgendeine Haltestelle vergessen. Ich muss mir das mal angucken, wie das mit der Tür funktioniert. So, Leute. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge Train Simulator. Schön, dass ihr dabei wart. Bis denn. Tschüss.